Tonight's the night. Get the tools. Let's go. Am 4. August 2016 hatte ich ein Video hochgeladen mit dem Titel Die Wahrheit über statistische Ämter. Dieses Video nun ist quasi Teil 2, kann aber nicht die Wahrheit über statistische Ämter Teil 2 genannt werden, weil die statistischen Ämter mittlerweile nur noch eine sekundäre Rolle spielen. Wenn du wissen willst, um was es in diesem Video ging, dann halte doch ganz einfach kurz an, nimm dir 10 Minuten Zeit, schau es dir an, Link steht hier irgendwo. Wenn es dich nicht interessiert, dann lass es eben, auch gut. Nur weißt du dann eben nicht, um was es geht. Dennoch hier eine kleine kurze Zusammenfassung in 2-3 Sätzen. Ich wurde belästigt von irgendeinem Karnevalsverein namens Mikrozensus, der für statistische Erhebungen zuständig ist. Und ich wurde belästigt und bedrängt und genötigt vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz. Es war also so, dass ich ausgewählt wurde, um für irgendeine statistische Umfrage teilzunehmen, was ich nicht gemacht habe. Schon alleine aus dem Grund, weil kein Schwanz irgendetwas angeht, was ich tue, was ich mache, was ich bin. Zweitens, aus Prinzip mache ich solche Umfragen nicht mit, egal von wem. Es gibt ja schließlich einen Grund, warum ich nicht bei Facebook bin oder warum, dass ich kein Smartphone habe und warum ich in Anführungszeichen staatlichen Institutionen noch weniger traue wie einer nordkoreanischen Nutte. Soll im Klartext heißen, ich entscheide immer noch selbst, wem ich meine Daten, nennen wir es mal, anvertraue oder gebe. Und drittens bin ich ja sowieso ein Quertreiber und Querulant. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich sagte ja am Ende dieses Videos, die Wahrheit über statistische Ämter schon, dass dieses ganze Spielchen noch lange nicht vorbei ist. Und ich habe ja damals schon über die möglichen Folgen nachgedacht. Ein Bußgeld nämlich, wenn man keine Auskunft gibt. Ja, das ist Deutschland. Ihr wisst, dafür es nichts machen, wirst du bestraft. Na, ich habe nicht diesen Drecksbogen ausgefüllt und werde bestraft, weil ich meine Daten nicht freiwillig an irgend so ein Kasperleverein gebe. Hätten die früher mal besser beim ausgefressenen Kohl und beim Sitzpisser Schäuble auf eine Auskunftspflicht gedrängt. Ne, jetzt so im übertragenen Sinne, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich reg mich schon wieder auf. Ruhig, Brauner. So, und schon wieder beruhigt. Okay, kommen wir also mal zum Stand der Dinge momentan. So, und ich sage jetzt nochmal ganz bewusst, das Datum 5. August 2016, der Tag, an dem ich das Video hochgeladen hatte, und zwar aus diesem Grund, weil ich am 4. folglicherweise diese förmliche Zustimmung bekommen haben muss. Weiß er noch, wie das war? Ach, weil ich gerade sage, weiß er noch, wie das war? Die war ja noch nicht mal bei mir im Briefkasten. Jetzt muss ich kurz dazu sagen, ich wohne in einem Haus mit 3 Parteien, 2-mal der gleiche Nachname und es kommt hin und wieder schon mal vor, dass ein normaler Brief in dem anderen Briefkasten landet. Zwar nicht, wenn der Standardbriefträger die Briefe austrägt, aber dann meistens in der Urlaubszeit oder am Wochenende, kann ja mal vorkommen. Wir wohnen jetzt aber nicht im Ghetto oder im Assi-Viertel, da wird dann die Post zum Nachbarn gebracht und kann ja alles passieren, sagt ja keiner was. Aber bei einer förmlichen Zustellung ist ja das schon ein bisschen... Naja, also was soll das förmliche Zustellung? Also förmliche Zustellung, das ist ja jetzt auch nicht irgendein stinknormaler Brief, sagt ja der Titel oder der Name schon, förmliche Zustellung. Was, ich weiß ja bis heute noch nicht, wer, wo, wann, irgendwo dieses Ding da abgegeben wurde. Hat das irgendwie auf die Treppe gelegt, hat das eingeworfen? Ich habe ja keine Ahnung. Oder wer das überhaupt abgegeben oder eingeworfen oder hingeschmissen hat. Da gibt's ja dann auch so ein kleiner Unterschied zwischen zur Kenntnis genommen und zugestellt in dieser ganzen Kram. Ja, was ich jetzt da sagen will, oder nur mal so als Beispiel, wenn ich irgendwo anders wohnen würde, sage ich mal, hätte ich das Ding eh im Leben nicht bekommen. Hatte ich gar nicht erwähnt im Video damals, ist mir so nebenher noch eingefallen. Ja, auf alle Fälle, deswegen weiß ich, dass ich am 4. August diese förmliche Zustellung bekommen haben muss. Dann habe ich mich kurz aufgeregt über diesen ganzen Scheiß und habe ja dann gleich ein Video gemacht, das, wie gesagt, am 5. hochgeladen wurde. Und, jo. Jetzt sitze ich hier und kann nicht anders und wir haben den 12.11.2016.
Und dieses Datum sagte ich jetzt auch ganz bewusst aus dem Grund, weil ich am 11.11. einen Brief bekommen habe von der Landesoberkasse Koblenz. Dort abgeschickt am 8.11.2016 und es handelt sich um eine Mahnung. Und bevor ich mich jetzt anfange darüber auszulassen, lese ich gerade mal das Wesentliche vor. Sehr geehrter schöner Mann, sollte da eigentlich stehen, aber hier steht sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr. Das Statistische Landesamt Bad Ems, 56130 Bad Ems, hat die Landesoberkasse Koblenz angewiesen, von Ihnen den Betrag in Höhe von 156,90 Euro zu erheben. Der Betrag war am 10.10.2016 fällig und ist bisher nicht eingegangen. Aufgrund dieser Mahnung entstehen Mahngebühren, Kostenordnung vom 11.12.2001, GVBL vom 14. Januar 2002, Seite 35 in Höhe von 10 Euro. Die Gesamtforderung beträgt somit 166,90 Euro. Schuldgrund, Zwangsgeldbescheid, Aktenzeichen, bla 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 bla, vom 16.08.2016. Sie werden gebeten, diesen Betrag innerhalb von 2 Jahren, bla 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 bla. Natürlich, dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ja klar, ohne Unterschrift gültig. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Landesoberkasse Koblenz. Ich freue mich. Ihre Landesoberkasse Koblenz. Wie wenn ich einen Liebesbrief bekommen habe, oder? Oder eine Geburtstagskarte, keine Ahnung. Ihre Landesoberkasse Koblenz. Also meine Landesoberkasse Koblenz. Ich freue mich ein zweites Loch in den Arsch. Mit freundlichen Grüßen. MFG oder irgendwas. Ei, bitte. So, und jetzt nochmal in der Zusammenfassung. Ich habe am 5. August diese förmliche Zustellung mit einem Return to Sender vermerkt und in den Briefkasten geworfen. Und, glaubt es oder glaubt es nicht, seitdem nichts mehr gehört von irgendeinem statistischen Amt. Und jetzt bekomme ich gleich eine Mahnung. Schuldgrund dieser Zwangsgeldbescheid vom 16.08.2016. Also ich wurde weder von Bad Ems noch sonst irgendwo angeschrieben. Und jetzt ändert sich ja an meiner Situation sowieso nichts. Auch wenn die mich angeschrieben hätten, wäre das für mich ja das Gleiche. Ich bezahle ja so oder so nicht. Ob die vorher mir eine Androhung gemacht haben oder nicht. Ob denn ob dann die Landesoberkasse gleich mit einer Mahnung kommt oder nicht. Scheiß ich ja mal auf diese 10 Euro. Ich bezahle ja so oder so nichts aus Prinzip. Sollen sie doch mit den Mahnungen weitermachen? Soll es doch den Weg gehen, den es nach denen ihren Köpfen gehen soll? Mit Mahnungen, mit Gerichtsvollzieher, mit Erzwingungshaft, mit bewaffneten Uniformierten und so weiter. Ja und, komm doch. Und sperrt mich da rein, wegen Nicht-Ausfüllens eines Umfragebogens. Trotzdem kriegt er nichts von mir. Es geht mir jetzt ganz einfach nur darum, eine förmliche Zustellung, die ich nicht geöffnet habe, Return to Sender, dann kommt gleich ein Schuldgrund vom 16.8., also ein bisschen was über eine Woche später, dass ich niemals irgendein Schreiben darüber erhalten habe, und dann kommt gleich dann die Mahnung von der Landesoberkasse. Ne? Versteht ihr, wie ich meine? Ich gehe mal stark davon aus. Ja, und da wird sich gewundert, wenn Leute anfangen zu schießen, ne? Ich verstehe es, aber lassen wir das. Was auch gut ist, aufgrund dieser Mahnung, da entstehen die Mahngebühren, Kostenverordnung vom 11.12. GVBL. Das kannst du mal suchen, vom 14. Januar 2002, Seite 35. Da kannst du mal auf die Suche gehen, was dort eigentlich steht. Ich meine, klar, wenn du jetzt in die Suchmaschine deiner Wahl GVBL eingibst, dann ergibt sich als logische Konsequenzen aus den Suchvorschlägen natürlich, dass es sich dabei um ein Gesetz- und Verordnungsblatt handelt, was dann mit Mahnung und Pfändung und Gebühren der ganze Zeug zu tun hat, ist schon klar, aber genau dieses hier geschriebene vom 14. Januar 2002, das kannst du dann mal suchen. Kannst du dir dann kaufen zum Schluss? Ich nehme mal die Spannung weg. Kannst du dir dann kaufen? Handelt sich um 4 Blätter und das erste wird dann so verschwommen, wird das irgendwo angezeigt. Kannst du dann raten, was da drin steht? Ne? Es ist die Herde, was da abgeht in diesem Fake-Staat. Entschuldigung, Rechtsstaat, wollte ich natürlich sagen. Ja, wie gesagt,
Und die wundern sich, wenn Leute anfangen zu schießen und wenn alles aggressiver wird. Wenn der Umgang mit diesen Systemtrotteln ein bisschen härter wird. Ja, jetzt kann ich mich da hinsetzen am Montag und irgend so eine Kuh anrufen oder eine E-Mail schreiben, was weiß ich, was ich mache. Und das Endergebnis weiß ich ja eh schon. Die machen ja alle nur ihren Job. Ne? Ja, die machen ihren Job. Dafür haben wir ja Gesetze. Wie gesagt, die nennen das dann Gesetze mit ihrem Juristengeschwafel. Und ich sage ganz einfach, ich habe irgendeinen Fragebogen nicht ausgefüllt. Nicht mehr und nicht weniger. Dann sperrt mich da rein. Ach, ich habe ja noch gar nicht über die neue Onkels-CD gesprochen, die rauskam. Lied 4, jeder kriegt, was er verdient. Ich zitiere, bevor wir eure Füße küssen, werden wir sie euch brechen. Ach, wie ich jetzt darauf komme, weiß ich gar nicht. Ja, nur mal so am Rande. Ach, übrigens, was ich noch sagen wollte. Jetzt kam ja diese Mahnung als Brief in einem Briefumschlag. Hier seht ihr ihn. Na, Rheinland-Pfalz, Finanzverwaltung. Natürlich. Geil, der CO2-neutrale Versand mit der Deutschen Post interessiert keinen Schwanz, aber auch gut. Aber hat mal irgendjemand gelesen, was da im Inneren quasi dieses Briefsumschlag steht? Ich lese doch gerade mal vor. Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, bei der großen Anzahl von Briefen, die täglich von uns zu versenden sind, kann es möglich sein, dass Sie mehrere Briefsendungen am selben Tag von uns erhalten. Das Zusammenführen der Briefe wäre teurer als das zusätzliche Porto. Bitte haben Sie Verständnis. Also, man kann ja jetzt diese ganze Sache auch umdrehen und kann sagen, wieso verschicken die manchmal Briefe? Das trifft es ja nicht bei mir in diesem Fall zu, aber es ist im Allgemeinen. Dann werden doch mit Sicherheit auch Briefe so verschickt, dass Leute gar keine Zeit haben, um auf irgendetwas zu reagieren, oder? Denkt mal drüber nach. Ja, vielleicht ist es aber auch nur eine Verschwörungstheorie. Ihr habt ja mit Sicherheit auch eine Meinung dazu. Schreibt sie in die Kommentare oder lasst es sein. Also dann, bis die Tage.